Einen herzlichen Hallo. Ein herzliches Hallo, so rum. Und willkommen zur nächsten Folge AirPod CEO, Freitagabend. Und wir basteln weiter an dem verrückten Eckchen hier unten. So, ja. Ich hatte eine gute Planung im Kopf, Ende der gestrigen Folge. Hab aber selber dann festgestellt, dass es ja gar nicht gehen kann. Das ist nicht schön. So, ergo, ich muss mindestens 5 Abstand lassen. 1, 2, 3, 4, 5. Nämlich so. Check. Ja, ich habe nicht genug Geld. Alles gut. Notfalls nehmen wir wieder einen Kredit auf bei, weiß ich nicht. Was war es beim letzten Mal? Die Sparkasse? Wo könnten wir denn Geld holen? UniCredit Barclays. Ach ja, hier. Erste Group. Ja, 1,3 Millionen wieder. Super. Ah, so, ansonsten Planung. Also, 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, 2, 3, ja. So ist richtig. 1, 2. Ja. Ja, theoretisch könnten wir auch so bauen. Oder wir lassen's. So, dazu kommt aber noch der Beton hier. Kann man über den Beton auch laufen? Ja, ne? Nein, kann man nicht. Oha. Also Beton ist tatsächlich Sperrgebiet für Menschen. Ja, ansonsten können wir hier weiterbauen. Also, das wird Gehweg. Da kommt Zebrastreifen hin. Oder einer. Mittelgroß. Ach so, ja. Sorry. Das natürlich nicht. Hier kommt erst wieder Gehweg hin. Straße. Straße. Mittelgroß. Ich hoffe, die verbinden sich zu einem großen. Ich sehe es nicht. So, Fly Penguin 2 verspätet sich. Ja, meinetwegen. So, zu. Könnten wir da unten vielleicht auch Gepäck und sowas alles machen. Bup, bup. Gepäck waren ja 8. Also kann ich... Baue ich 4. 4 Parkpositionen hier, 4 Parkpositionen hier. Alter. Also sehr viel Platz noch da hinten. Ich könnte natürlich auch doppelt bauen. Das wird schön gleich noch. Jut, baut mir erstmal das hier zu Ende. Was ist denn jetzt los? 0 Grad. Minus 4 KTS. Nee, 4 Knoten. Wind. Okay. Ist nicht wirklich warm. Hier im judenalten Berlin. 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 Die Frage ist halt. Ah, die Wege sind halt übelst weit dann, ne? Nee, ich mach das so, wie ich geplant habe. Ich baue das zweigeschossig. Oben kommt man dann, wie gesagt, hier in die vorderen Slots oder. Ja, hier in die vorderen Flugzeuge rein. Und unten werde ich alle hier hinbauen. Oder vielleicht hier so über Eck, ist ja egal. Können die Leute da langlaufen?
brauche ich denn das? Ich meine, ich kann natürlich einfach eine... Gehweg-Dings hier machen. So, wie gesagt, hier geht's auch weiter. Sehr gut. Naja, na doch, ist ein durchgehender, sehr gut. So, und hier würde dann ein Terminal entstehen. Ich bisschen Geld, um das zu bauen? Nur die Ecke? 70.000. Ja. Die Wände können wir schon mal abreißen, weil die werden... Ach, Mann. So, ja, das da unten... Das können wir mal bauen. Oder ich mache die direkt. Das sind ja Vorfeldpositionen. Boah, das bringt halt übelste Verzögerung rein, ne? Tja, muss ich mit leben. So, das wird auf jeden Fall schon mal Sicherheitszone. Und mittelgroße Schalter. So, wir bauen es so. Gar nicht so weit auseinanderbauen eigentlich. Die können ruhig alle relativ... Obwohl, das ist sehr nah zusammen. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich muss auf jeden Fall eine Ecke freilassen. Ich baue es so. Ich denke, das sollte vom Platz her reichen. Natürlich jetzt hier mit übelst zu viel. Ja gut, hier muss ich dann sehr, sehr viele Sitzmöglichkeiten schaffen. So, und du wirst bitte verbunden mit dem. Ja, okay, wir aktivieren einfach mal kurz. Okay, geht. Sehr schön. Das funktioniert. Und... Naja, muss ich halt noch Türen bauen, ne? Damit die Leute auch rauskommen. Also wirklich zufrieden bin ich damit nicht.
wirklich zufrieden bin ich damit nicht. Kann man die nochmal verschieben? Ne, scheiße, ich muss jetzt abreißen. Kostet mich so ein Schalter. 3,7, naja, geht noch. Naja. Nein, hier, Verbindung trennen, ja, ja. Was? Zumachen. Löschen. So, wir müssen nochmal neu planen. Alter, das ist eine Arbeit. Also, wenn, dann... Ich sag mal hier... Weil in die Mitte kann ich es nicht bauen. Ja, gut, okay, das dauert ein bisschen. Das hier müsste eigentlich auch alles Sicherheitszone werden. Wobei, nee, das verbindet sich ja dann oben rum. Alles gut. So, da sind dann 4 dazwischen. Zack. Da wären dann nur 2 dazwischen. So, jetzt gibt es die Türen. Und dann gibt es wieder die Wände. So. Das ist ein bisschen besser. So, du wirst hiermit verbunden. Ach, die restlichen Parkpositionen habe ich noch nicht. Warte, ich habe nur noch 21.000. ...106.000 habe ich gestern nur gemacht, okay. That's not much. So, achso, proaktive Instandsetzung, kann ich das machen? Ja, machen wir einfach. Und mittleres Treibstoffdepot, sehr schön. Dann holen wir uns noch die Sattelzüge. Und wir machen, komm, wir machen einfach mal die Vorfeldparkposition. Einfach damit wir so weg haben. Was ist denn das? Tutorial. Neu. Kleiner Flughafen. Alter, krass. Kenn ich gar nicht. Erledigt, erledigt. Regionalflughafen auch schon erledigt? Ja, haben wir tatsächlich. Also, neu. Internationaler Flughafen. Ah, okay. Ramp Agent hat was entdeckt. Braucht man mindestens eine fahrbare Fluggasttreppe. Ja, gut. Was wäre hier? Mittelgroßer Check-In-Schalter. Da muss ich ja erstmal die Grundvoraussetzung alle machen, ne? Das wird dauern, sag ich euch. Das dauert. So, die Kuh. Tja, wie gesagt, wir könnten natürlich auch parallel dazu exakt das gleiche nochmal bauen. Oder da bauen wir es nur unterirdisch. Problem ist, ich müsste irgendwie wieder rauskommen. Also mit dem Rollfeld. Ich denke, das wird eher das größte Problem sein. So, sehr gut, 100% erledigt. Gibt keine Strafe. Hatte ich auch schon genug Strafen. Ach, und das... Weiß ich nicht, ob das jetzt noch geht. Wenn nicht, muss ich einen kleinen Slot nach vorne bauen.
Boah, ich hoffe, dass ich... Doch, das ist möglich. Okay, sehr gut. Dann kann ich hier so bauen. Gut, wir fangen aber erstmal unterirdisch, also hier, ebenerdig an. Wollen jetzt nicht übertreiben und gleich die zweite Etage setzen. Also, nächstes wäre... Wenn dann sowieso schon mal hier. Oder 64.000. Und ich befürchte, selbst ein Kredit von ander oder 1,3 Millionen würde mein Projekt nicht beenden. Ich kann ja mal ganz kurz gucken, wie weit ich das überhaupt setzen müsste. Also den Fußweg machen wir jetzt mal weiter. Das sind hier immer 8, ne? 8 mal 40 ist 1. Das wäre einer. Also das wären 8. Bis dahin würden die Parkpositionen gehen. Heißt also hier. Zack. Zack. Ja, passt. Ist auch, wo baue ich denn meine Landebahn hin? Ich hätte die vielleicht mal als erstes bauen sollen, weil hier wird sie nicht mehr hinpassen. Da will ich sie ehrlich gesagt nicht hinbauen. Wenn, würde ich sie vielleicht hier irgendwo hinsetzen, aber da muss ich mir... Das und das Feld noch kaufen. Oh. Also ich meine, ich kann erstmal das Ding hier hinsetzen. Aber das wird später auch nochmal abgerissen. Was kostet mich die? Eine halbe Mille wartet, ne? Sag mal, hier würde ich sie wahrscheinlich erstmal hinmachen. Einfach nur, damit wir die mittleren haben. Und das Ganze bauen können. Was ist hier los? Ach ja, jetzt habe ich natürlich zu wenig Check-In-Schalter. Das stimmt. Stimmt. Oh Gott, daran haben wir gar nicht mehr gedacht. Ich kann natürlich hier nochmal mittelgroße Check-In... Ach nee, wenn dann kleiner. Dann ein kleiner Gang. Notfalls bauen wir sie hier hin. Ich baue mal noch mal 4. Ach, stopp. Ich mache diese Self-Check-In-Dinger. Die gibt's später. Ich glaube, jetzt gibt's auch gerade keine Probleme, ne? Ja. Wobei es sowieso übersichtlich sein müsste. Ich wollte gerade sagen, dadurch, dass wir nur 25 Flüge überhaupt landen lassen dürfen... Sollte das eigentlich nicht wirklich viel sein?
was hier am Tag runterkommt. Ich brauche unbedingt den großen, den mittleren Tower. Oh Gott, und ich weiß jedes Mal nicht, wo ich den finde. Nee. Erweiterte Lizenz. Achso, ja, das müssen wir auf jeden Fall mal machen. Achso. Kann ich das eigentlich wegmachen? Nee. Förderbandwagen ist auch was ganz anderes. Können wir aber tatsächlich nebenbei einfach mal laufen lassen. So. Okay, hier gibt es wieder Probleme mit den Zeiten. Nee, los, Betankung. Ah ja, Betankung. Ich sollte mir definitiv noch ein zweites Betankungsfahrzeug jetzt kaufen. Tja, die Fjord-Tanklaster sind die schnellsten, ne? Tanklaster kann Flugzeugjet verwenden. Er ist langsam und ineffektiv, aber günstig. Nee, den will ich nicht. Was? Kann alle betanken, die Jetta 1. Er ist langsam und ineffektiv, aber günstig. Okay, das ist tatsächlich der Beste hier. Oh. Okay. Ja, davon brauchen wir auf jeden Fall jetzt einen zweiten. Und eigentlich müsste ich den, das Hauptlager hier in einen großen umwandeln. Oh, da fehlt übrigens einmal Beton. Also Asphalt, nicht Beton. So, ist er da? Da ist er. Wieso kann ich denn hier eigentlich nicht direkt die Farbe ändern? Und warum ist denn die Farbe weg? Not good, not good. Was ist das? Deaktiviere automatische Nachbestellung. Sag mal, Vertragsverhandlungen? Okay, krass. So, 93. Akzeptiert. Ach, jetzt, gerade wo ich dran gedacht habe, gibt es das erste Mal Vertragsverhandlungen. So, jetzt müssten genau auch deutlich mehr Flugzeuge da sein. Also Flugfirmen, Iceland Air. Und einige davon, meiner Meinung nach, haben doch auch kleine Flugzeuge, oder? Was denn hier noch? Ja, Polish Air, Scandinavian, okay, die haben auch nur mittelgroße, Norwegian, Piep, Czech Airlines, ne, die haben wirklich alle nur mittelgroße, KLM war auch nur mittel, ja. Strada Regional, naja. Okay. So, das haben wir gebaut. Wie viel Geld haben wir? Boah, Alter. 65.000 gerade mal eingenommen. Parkplatz. Tja, ich weiß halt nicht, ob sich ein Parkplatz hier wirklich lohnt. Wir können ja einfach mal 1, 2 hinsetzen. So, machen wir noch ein paar Fußwege dazu. Aber eigentlich nicht das, was ich will. Aber dann kriegen wir noch ein bisschen Knete. Ja gut, dann machen wir den jetzt zum Langzeitparkplatz und den anderen zum Kurzzeit. Bringt Geld, okay. Ich weiß nicht, was es an Geld bringt. Müssen wir uns mal angucken. 25 und 28, okay.
Auch schön, dass mir mal angezeigt wird, wer hier steht. Also wie, als wenn mich das interessieren würde. Was das hier für Autos sind. So, und... Oh, was haben wir jetzt? Airline Launch. Oh, ach, herrlich. Mittelgrosch. Der Mittelgrosche. Würde perfekt hinpassen. Dann bauen wir das mittelgroße Tanklager. Wie teuer ist denn das? 30.000. War das jetzt für das Jet 1er? Dann... Ja. Bauen wir das mittelgroße. Was? Struktur? Was? Ach, weil der blöde Zaun im Weg ist. Ja, gut, der Zaun muss nochmal kurz weg. Hier für die 3,50 Meter. Airline Launches. Ja, werden wir uns auch mal angucken. Haben wir ja bisher auch noch nicht gesehen. So, zack und Zaun wieder drauf, bevor hier irgendwelche Tiere reinmarschieren. So, wenn das Ding steht, reißen wir das ab. Jawohl, da passen bestimmt auch noch Tanks hinten dran. Wobei das hier für die 10 kleinen Flugzeuge auch egal ist. So, zumachen. Abreißen. Mittelgroßer Tower. Nicht genug Geld. What? Wie teuer ist der? 15.000. What? Ich bin im Minus. Mhm. Shit. Minus, keine schöne Zahl. Ich komme auch nicht wirklich raus. Ah, Kacke, Alter. Ich brauche hier unbedingt mehr Schalter. Ich brauche diese Check-in-Schalter. Also diese automatischen. Was ist denn das? Erweiterte Lizenz, Kabinenreinigung, Catering, verbesserte Enteisung, Bau mehrerer. Interessiert mich nicht. Wo ist denn das mit dem Uhren zulassen? Können wir mal machen. Mit dem verbesserte Anlagenbefeuerung. Mit dem Selbstcheck-in. So, jetzt sind wir immer mal wieder am Plus. Boah, Minus, auch ewig nicht gehabt. Was ist denn hier los? Achso, ja. Was sagt denn die Wirtschaft für gestern? 106.000. Mhm. So, Parkplatz. Oh ja, okay. Franchise-Unternehmen. Sieht man, wo sind Statistik? Wie viele Passagiere sind denn hier aktuell? Aktive Flüge interessiert mich nicht. Passagiere. Ich will auch nicht die Passagierbewertung, ich will Passagieranzahl. Okay, Fluggastbetreuer fehlen, Hausmeister fehlen. Ah, Fluggastbetreuer müssen wir auf jeden Fall nochmal 4er einstellen, würde ich sagen. Fluggastbetreuer da. Dich. Wo war denn hier der 8er? Ja. Und du. Ach, jetzt habe ich die ganzen Hausmeister geupgradet. Das wollte ich machen. Olaf Lindahl. Ein typischer Berliner Name. Christian Muller. Na gut, das passt schon eher. So, jetzt müsste Personal passen, ne? Ja. Sicherheitsbeamte 5. Okay. Keine Ahnung, wo die anderen beiden eingesetzt sind. Also,
Ich habe eigentlich nur die drei Sicherheitskontrollen da. Infrastruktur. Ah ja, U-Bahn-Eingang. Sehr gut. Tower. So. Dementsprechend jetzt dann 75 Flüge pro Tag. Oder, ja, pro Tag. Was sehr viel mehr Stress bedeutet, aber wir machen deutlichst mehr Geld. Und das ist eigentlich mein Hauptziel. So, dann werden wir eine Wetterstation bauen, nämlich... Oh Gott, ich habe schon wieder zu wenig Geld. Keine Ahnung, irgendwo hin. Zack, dahin. Abriss. Jetzt kommt hier wirklich vor wie im Berliner Flughafen. Geld wird knapp. Ja. Und wir sind kurz vorm Ruin. So, das senden wir mal. Sehr schön. Ja, gut, ein paar Punkte ausgegeben, aber dafür haben wir jetzt sehr billiges Benzin von Eni. So. Gut, Wetterstation, wir haben jetzt keine Daten für ein paar Sekunden, aber das passt. Geht weg. So, jetzt haben wir wieder Daten, theoretisch. Jawohl. Das zu bauen. Schön. Und wir haben jetzt 75 Flüge. Super, direkt auf 40 hochgeschossen. Ein Glück macht sie das. Oder die Menschen, nicht ich. Hast du hier eigentlich noch einen Parkplatz hin? Eigentlich schon. Naja, ist egal. Hauptsache, wir kriegen noch mal ein bisschen Geld durch den Parkplatz. So, was sagen? Quatsch. Hier. Oh ja, jetzt schon 5000, also so am Tag 10.000 Euro kriegen wir nochmal durch Parkplatzvermietung. Das ist gut, schönes Beibrot. Tja, packe ich jetzt hier doch Unternehmen hin? Also zumindest jeweils eins? Frage ist, ob es akzeptiert wird. Wir können es mal testen morgen. Ach nee, morgen ist ja Samstag. Nächste Woche können wir es mal testen. Das werde ich übrigens auch anders bauen. Ich habe ja immer sonst das als Raum gebaut. Aber das ist nur nicht mal notwendig. Man kann die tatsächlich einfach, ja, ich sag mal hier so in freien Raum setzen. Also man muss einfach nur sagen, hier ist jetzt, weiß ich nicht, Unternehmen XY und dann baut man da die jeweiligen Sachen hin. Man muss das Ganze nicht als Raum haben. Ganz ehrlich, bei einem Klo weiß ich es gar nicht. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich das Klo einfach, also die Kabinen und hier, naja, Pissoirs. Eigentlich, das muss ja an die Wand. Also so eine Kabine, klar, die kann man einfach hier in den Raum. Ist egal, kann ich ja wieder abreißen. Ja, krass. Kann ich wirklich einfach in den Raum setzen. Storch. Very Storch. Ja, also dann Unternehmen morgen. Ansonsten Geld scheffeln. Wobei das jetzt mit dem Geld... Also jetzt bin ich sehr optimistisch, dass es schnell geht. Dadurch, dass wir jetzt hier auf 75 erhöht haben. Ach, naja, gut, okay, Zufriedenheit. Bei Güsen Hawana. Lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig. So, zack, die Läden haben wir auch noch. Machen wir zum Abschluss hier gleich nochmal neue Sachen. Automatisierung, das ist das, was ich suche. Quatsch, hier. Weg. Automatisierung, das hätte ich gerne.
bringt uns nämlich Check-in-Automat. Unwichtig. Quick Boarding Gate? Automatische Passkontrolle. Keine Ahnung. Also Passkontrollen ist, glaube ich, dann bei internationalen Flughäfen erst gefordert. Aber da sind wir doch ganz weit weg. Das ist ja bei den großen Sachen dann wieder. Ja, genau. Ne, hier. Check-in-Schalter fehlt. Deswegen machen wir Self-Check-ins. Oder fehlt es an Personal? Gut, Feierabend. Bis Montag. Nicht morgen. Montag. Zur nächsten Folge Airport CEO. Habt ein schönes Wochenende und genießt die Tage. Haut rein.